So, weiter geht es mit einer weiteren Folge Contraband Police und wir haben am Ende der letzten Folge noch eine wunderbare Mission reingekriegt, dass wir Schmuggelware auf dem Friedhof ausgraben sollen mit einer Schaufel. Wir haben eine dabei, ich hoffe mal, die eine reicht. Wir haben nur noch 4 Minuten irgendwas Zeit, um zum Friedhof zu kommen. Ich würde sagen, wir nehmen unseren Zaffet, unseren kleinen Ferrari und rasen mit dem zum Friedhof. Und ich halte Blaulicht und Sirene ein, weil die Schmuggler sind angeblich auch noch da. Und wenn wir die so irgendwie festnehmen können oder überraschen, wäre es ja eine wunderbare Sache. Okay, wir müssen einmal ganz auf die andere Seite. Ich gebe mal Vollgas. Schön quietschen Reifen immer um die Kurve donnern hier. Wow, kurz abgehoben. Die Karre hat schon gut Power, wenn wir die noch ein bisschen upgraden. Ich frage mich nur gerade, ob die Karre dann auch ein bisschen mehr aushält, wenn wir die upgraden. Aber das wäre ja wirklich mal eine gute Sache. Weil wir werden ja fast immer eigentlich angegriffen. Fast immer. Trotz Update, wo es schon ein bisschen reduziert hat, werden wir fast immer noch bei jeder Fahrt angegriffen. Deswegen, wenn die Karre so ein bisschen gepanzert wäre oder so. Wir haben auch übrigens noch eine kaputte Scheibe. Ich habe anscheinend die Karre nicht repariert. Nach dem letzten Angriff. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Wow. Nur kurz gestreift, alles gut. Nur leicht die Kontrolle verloren. Die Karre ist eh Schrott. Okay, wir sind da. Oh, und Ich sehe das. Ich hab gedacht, die sind wenigstens ein bisschen weg. Boah. Die geilste Deckung habe ich hier nicht. Nur mal so nebenbei erwähnt. Da wollte ich eigentlich hin, um in Deckung zu gehen. Boah, Kollege, mach mal langsam. Hey, komm, du kannst mich doch gar nicht sehen. So. Finde die Schmuggelware. Ja, es ist jetzt die Frage, wie kann ich hier die Schmuggelware finden? Munition für Schrotflinten, da haben wir auf jeden Fall auch schon genug. Pistolenmunition. Ups. Es ist jetzt wieder die Frage, wie finden wir hier auf dem großen Gelände die vergrabene Schmuggelware? Munition für Maschinengewehr, ja, sehr geil. Das ist ein riesiges Gelände. Ich weiß nicht, wie ich hier den richtigen Spot zum Graben finden soll, ehrlich gesagt, ohne dass hier... Das könnte irgendwie so ein Spot sein, oder? Es sieht irgendwie frisch vergraben aus. Gucken wir doch gerade einfach mal nach. Okay, hier ist anscheinend nichts. Boah, wo kommst du her? Hier war doch niemand mehr. Boah, falsches Loch und ich werde direkt angegriffen aus allen möglichen Seiten. Ich muss dahinter in Deckung. Alter. Was geht hier ab? Boah, er hat eine AK-47. Er hat nur eine Pistole. Okay, den gefährlichsten habe ich ausgeschaltet. Okay, aber das sind anscheinend diese Löcher, wo wir graben können. Aber ich glaube, bei der Aufgabe hier kriegt man gut Munition zusammen. Könnte ich mir denken. Ja, Pistolenmunition. Da hinten hatten wir noch einen. Ich hoffe jetzt nur meine Schaufel, die hält das alles aus. Ich hätte noch eine Schaufel mitnehmen sollen. Ich habe gedacht, die hält ein bisschen mehr aus. So, also wir suchen anscheinend solche Löcher. Und da war ja nichts drinne. Ist halt trotzdem ein Riesengelände, so ohne Hinweise. Wenn es jetzt wieder ein falsches Loch ist, dann habe ich echt ein Problem. Okay, war anscheinend wieder nichts. Fehlalarm. Sag mal, wie viele kommen denn da? Wie ich einfach nicht getroffen habe, weil die Streuung wieder zu groß ist. Okay, jetzt habe ich ihn. Hör auf. Hör auf. Also ich meine, wir finden viel Munition dadurch, aber wir verlieren halt auch ziemlich. Wir brauchen doch immer ein paar Schuss, um die umzupusten.
Wo liegt noch einer? Keine Ahnung. So, also in dem Loch war auch nichts. In dem Loch war auch nichts. Hier hätten wir noch eins. Ich glaube, das wird echt eng mit der Schaufel. Ah. Boah, Moment. Diese Streuung. War das nur der eine? Nee, natürlich nicht. Nicht so nah. Ich gehe nicht gerne auf Kuschelkurs mit Leuten mit Waffe. So. Ja, munitionstechnisch ist ganz okay. Wäre cool, wenn mal jemand eine Schaufel dabei hätte. Okay, wir haben aber die erste Kiste gefunden. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir die aufprügeln müssen. Okay, auch mit der Schaufel, okay. So, oha. Ja, Halleluja. Ja, Halleluja. Wir laden nochmal neu durch. Dass wir halt auch wieder alleine jetzt über den Friedhof hier laufen müssen und Gräber ausheben, beziehungsweise Löcher ausheben. Mach mal langsam, ich muss erstmal buddeln. So, den haben wir. Der braucht auch nur noch ein, zwei Schuss. Da fehlt aber irgendwo noch einer. Irgendwo muss noch einer sein. Okay, da ist er doch. Da ist derjenige. Der eine. Ich würde voll gerne auch die Waffen einfach aufnehmen. Dann müsste ich mir die nicht kaufen. Okay, hier hätten wir auch noch ein Grab. Aber ich will erstmal jetzt die andere Kiste aufmachen. Aber ey, wir kriegen voll Munition für die Maschinenpistole. Das ist natürlich geil. So, wir waren jetzt da hinten irgendwo. Irgendwo da hinten waren wir. Da. Ja, mega Beute, auf jeden Fall. So, durchgeladen sind wir. Munitionstechnisch, es wird weniger. Es wird weniger für die Pistole, aber ist auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich wollte gerade noch ein cooles Bild hier machen vom Friedhof. Dass ich was fürs Thumbnail habe. So. Ich glaube, das ist ganz cool so. Beziehungsweise wir gehen mal zu dem Gebäude hier, machen das mal so, oder? Oh, so ist doch Gruselstimmung pur. Das ist doch mal Gruselstimmung. Ja gut, dann würde ich sagen, mit der Granate sprengen wir das hier auf. Jawohl, wir haben mit der einen Schaufel alle Kisten gefunden. Jetzt ist er auch kaputt. Sehr gut. Keine letzte Welle. Keine letzte Welle. Anscheinend nicht. Gut. Ja. Haben wir das geschafft. Wir werden bestimmt jetzt auf der Rückfahrt nochmal überfallen. Aber wir haben gut Geld damit verdient. Das ist schon mal eine coole Sache. Steig ein. An mit der Kiste. Mit kaputter Scheibe. Das ist aber auch alle Scheiben kaputt. Einen leichten Unfall hatten wir auch. Ich wusste es. Ich konnte gerade nicht anders. Es tut mir leid. Ich muss hier raus. Es sieht schlecht um mich aus. Es sieht echt schlecht um mich aus. Oh oh. Meine Karre sieht echt fertig aus. Ich habe das Gefühl, ich kann heimlaufen. Hui. Hui. Ich konnte nicht anders. Ich musste den einen einfach umfahren. Gut, wir haben wenigstens wieder ein bisschen Munition dadurch gekriegt, aber
Ja, Kache ist halt am Arsch. Die sieht nicht mehr gesund aus. Das war jetzt auch American Style, quasi, wie ich den einen fertig gemacht habe. Du Kacke. Ach Gott, haben wir noch weit bis zur... Wir haben noch weit, wir werden garantiert noch einmal überfallen. Das heißt, die Karre wird nicht überleben und vielleicht explodiert sie, während wir gerade mit unterwegs sind. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Wir fahren mal schnell zurück. Ich mach mal Blaulicht an. Das ist echt bitter. Die arme Karre. Aber man wird auch wirklich jedes Mal überfallen. Jedes Mal. Okay, hier bin ich korrekt. Da ist die Polizeistation. Ich habe aber gerade nichts dabei zum Abgeben. Soweit ich weiß. Die ganzen Drogen, die wir gerade gefunden haben, die waren nicht im Inventar drin. Jedenfalls während der Mission. Vielleicht jetzt nachträglich, aber während der Mission waren sie nicht dabei. Aber auf jeden Fall mal coole Mission zwischendurch. Mal wieder ein bisschen Schuss-Action gehabt. Ich meine, wir haben genug auf der Straße, aber halt jetzt mal so suchen, Missionen, waschen ganz cool. So, ich glaube, wir sind gleich da. Jawohl, Kollege wird sich wieder freuen, dass die Karre in dem Zustand ankommt. Es tut mir leid, lieber Kollege, aber Dinge passieren während der Fahrt. Er ist aber immer noch gut gelaunt. Hier, wie kannst du mir nur so eine Schrottkarre mitgeben? Die ist doch komplett kaputt. Ah, aber für 50 repariert, das geht doch. Das geht noch. Willkommen zurück, Genosse. Ja, hallo. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Mitten in der Nacht, 4 Uhr. Das heißt, ich kann mich gleich nochmal aufs Ohr hauen. 1944 haben wir. Ich würde gerne irgendwas noch upgraden. Irgendein Kollege oder so. Oder halt das Lager größer machen oder die Fahrzeuge verbessern. Ausdauer, Kapazität, Unterhalt, Gefangene. Okay, wenn wir upgraden, dann können wir hier 16 Teile anscheinend lagern. 2 Gefangene bleibt natürlich dabei. Ausdauer und Geschwindigkeit. Ich denke mal, Ausdauer bedeutet wahrscheinlich, was es einstecken kann. Oh, sogar die Lackierung ändert sich, wenn man upgradet. Hellblau, dunkelblau. Wie cool. Den könnten wir uns auch kaufen. 8 Gefangene, 25 Sachen kann da drinnen gelagert werden. Ah, der wird auch dunkelblau, wenn wir den upgraden. Könnte 25 dann transportieren. Hätte viel mehr Ausdauer und die maximale Geschwindigkeit wäre auch besser. Kostet nur 15 mehr Unterhalt. Ich nehme mal den, dann können wir nämlich mehr transportieren. Den upgraden wir mal. Ich weiß nicht, ob wir das Fahrzeug auch upgraden wollen. Dann hätten wir auf jeden Fall eine krasse Geschwindigkeit, die maximale. Die maximal mögliche. Kollegen kosten halt gleich wieder mehr Unterhalt. Das ist halt, also schon einiges mehr Unterhalt dann. Oder? Naja, 25. Geht noch. Frag mich, wo er sitzt. Kann sein, dass er bei den Gefangenen sogar sitzt. Gefreiter Smirnov. Wir können Gefreiter Smirnov, tun wir mal mit dem AK-47 ausstatten. Da haben wir noch 844 übrig, finde ich gut. Finde ich gut. So, Inventar, wie sieht's aus? Wir haben ganz viel Schrotmunition dabei. Könnte ich theoretisch verkaufen. Wahrscheinlich bei Vlad, aber weiß ja nicht, ob ich es nochmal brauche. Irgendwann. Ich werde mir wahrscheinlich schon irgendwann eine Schrotflinte holen. Das steht eigentlich ziemlich fest. Ich tue mal die Gebrauchsgegenstände alle auf Lager 2. Die ich nicht brauche, ansonsten ist alles schon ein bisschen abgenudelt. Komm, hab ein bisschen viel dabei im Inventar. Was tun wir mal weg? Die Axt, die tun wir mal weg. Wir tun die Mistgabel mal weg. Dann haben wir Hälfte, Hälfte. Ja, komm. Da sind auch noch 4 Gefangene drin, oder? Jawohl. Müssen wir auch bald mal wegbringen. Theoretisch wäre jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Aber ich würde sagen, wir legen uns nochmal ins Bettchen. Und gucken mal, was der nächste Tag so bringt. Beziehungsweise, wir bringen jetzt einfach nochmal ein paar Stündchen im Bett. Und dann gucken wir weiter.
machen wir erstmal die normalen Kontrollen und dann mal schauen. Vielleicht haben wir dann genug Zeug, damit es sich lohnt, wieder eine Fahrt zu machen und abgeschossen zu werden. Novid ist zurück. Oh. Also wir haben jetzt quasi auch eine Pandemie. Und man nennt es hier nicht Covid, sondern man nennt es Novid. Hat die Regierung die Forderung nach einem gültigen Impfausweis wieder eingeführt. Also jeder braucht einen Impfausweis. Nur gegen Novid 78 geimpfte Personen dürfen ins Land einreisen. Außerdem müssen seit der Impfung mindestens 2 Wochen vergangen sein. Oh Gott, muss ich jetzt wirklich die Termine ausrechnen? Boah, da kann ich doch nur versagen. Hier kann ich doch jetzt nur im Let's Play versagen ständig. Eieiei. Okay, wir haben hier einen Zeitungsbericht, den gucken wir uns noch an. Beziehungsweise wir haben auch einen Brief. Novid kehrt zurück. Das Gesundheitsministerium bestätigt die alarmierenden Berichte über die steigende Zahl der mit Novid 78 infizierten Menschen. Wir alle erinnern uns an die Pandemie vor 3 Jahren und die Verwüstung, die sich in unserem Land angerichtet hat. Glücklicherweise sind wir dank der Arbeit von Spitzenwissenschaftlern aus Akaristan im Besitz eines verbesserten Impfstoffs zur Bekämpfung der Krankheit. Die Regierung führt die Pflicht zum Besitz eines aktuellen Impfausweises wieder ein. Ja, Olympische Spiele abgesagt. Genau, wegen der Gesundheit. Ja, Covid, das Schlimmste, was eigentlich passiert ist und die verlogenste Sache überhaupt, wenn ich das mal so sagen darf. Impfschäden lassen grüßen. Jetzt langsam geht es ja auch erst richtig los, ja. Und eigentlich müsste der Gesundheitsminister ja auch schon längst zurückgetreten sein, aber gut, die wollen, hängen halt alle am Geld. Was will man machen? An den Kommandeur der Grenztruppen in Karikatka. Ich bin der Trainer der Olympiamannschaft von Kasachstan. Einer unserer Athleten, Julius Zacke, ist gestern nicht zur Versammlung erschienen und bis jetzt habe ich keinen Kontakt zu ihm. Seine ganze Karriere hängt von diesem Wettkampf ab. Ich habe Angst, dass ihm etwas Schlimmes passiert ist. Ich weiß, dass er die Grenze in Karikatka überqueren sollte. Hast du ihn nicht zufällig gesehen? Mit freundlichen Grüßen, Maxim Wagner. Julius Zacke. Ich habe wieder nichts zum Schreiben da. Oder doch? Julius Zacke. Schreibe ich mir gerade mal auf. Vielleicht sehen wir ihn, ja? So, dann haben wir das alles erledigt. Ich sehe hier schon, er fällt ein Karosserieteilen da auch. Hallo, ich bin gleich bei Ihnen. Ich bin gleich bei Ihnen. Gelten? Nee, es gilt sonst kein anderes Ding mehr. Das heißt, wir müssen die Fahrzeuge kontrollieren und schauen, ob die technisch in Ordnung sind. Aber wir können sie deswegen nicht mehr abweisen. Hallo, einmal die Dokumente bitte. Atmatur. Genau, dankeschön. Hat gerade einen riesen Schlag hier im Hintergrund getan. Ich habe gerade gedacht, es hat gedonnert, aber ich glaube, das war ein Flugzeug. Danke für die Dokumente. Selim Kalkan. 20. Juni 1981. Sollte passen. 15. Mai 1981 passt auch. VR0U. YHWV. Okay. 10. Februar 1981. 10. Februar 1981. Das sind auf jeden Fall 2 Wochen rum. Das heißt, da spricht nichts dagegen. Kann ich auch einfach so das Spiel das checken lassen? Kann ich auch machen. Okay. Also wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich da meine Fähigkeit nutzen. Alles klar. Okay. JWD7497GW. JWD7497GW. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, wie unsere Schmuggler diesmal getarnt sind. Nationalität Königreich von Erkai haben wir ein. Beschädigung des Fahrzeugs, fehlende Stoßstange 1. Okay, das ist wieder so ein lustiger Hinweis. Fahrzeugfarbe rot. Auch wieder total lustig. Alter des Fahrers 39. Das finde ich wieder die schlimmste Aufgabe überhaupt. Alter des Fahrers 39. Kann ich das auch so checken lassen? Okay, das heißt, wenn ich zu faul bin zum Rechnen oder mir nicht sicher bin, kann ich hier das einfach so abchecken. Ich meine, klar, dass die Funktion gab es schon die ganze Zeit, aber ich habe mir immer so ein bisschen schwer getan beim Rechnen. Ich kann es mir auch ein bisschen einfacher machen, dann bin ich sicherer. So, Maximalgewicht 1520, das ist aber auch ein Zavit, das passt, das ist wieder der Kombi.
gucken gerade mal nach dem Fahrzeuggewicht, wenn wir da schon am Schauen sind, 1, 2, 3, 0, das passt. Selim Kalkan hat gepasst, Nummernschild hat gepasst, das passt, Impfausweis passt. Das hat auch gepasst, das passt auch. Somit dokumententechnisch würde ich sagen, ist alles soweit in Ordnung. Ja, wir müssen natürlich jetzt die ganzen Fahrzeugschäden festhalten und da fehlen auf jeden Fall zwei Karosserieteile. Wir gucken gerade mal in den Motorraum rein. Soweit in Ordnung. Ja, gucken auch mal hier. Stoßstange ist auf jeden Fall vorhanden. Reifen sind nicht platt. Stoßstange hinten ist auch vorhanden. Lichter sind in Ordnung. Vorne waren die Lichter, glaube ich, auch in Ordnung. Genau, sehr schön. Spiegel sind vorhanden. Fensterscheiben, es reflektiert wieder überall. Also meiner Meinung nach ist die Scheibe vorhanden. Mal gucken, was das Spiel dann wieder sagt. Wahrscheinlich wieder was ganz anderes. So, gucken wir gerade mal hier nach. Gucken wir gerade mal hier nach. So. Alles klar. Ja. Gibt's nichts zu meckern. Alles in Ordnung. So, gucken wir gerade mal in den Kofferraum rein. Ist aber auch nichts drin, ne? Ich habe sonst nichts, um ihn festzuhalten. Spiegel sind, wie gesagt, vorhanden, Lichter sind vorhanden, Gepäck hat er nicht dabei, geimpft ist er. Fahrzeuggewicht passt, Kennzeichennummer passt, Fahrzeugtyp passt, Frachtbrief hat er keinen, Foto passt, Passnummer passt, Haltbarkeitsdatum passt, Name, Nachname passt auch somit. Ich habe keinen Grund, ihn festzuhalten oder abzuweisen, das heißt, er darf einreisen. Viel Spaß. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Da oben ist unser Kollege mit dem AK-47 besser ausgestattet als ich. Oder er hat ein normales Gewehr. Er hat anscheinend ein normales Gewehr. Aber Vlad bietet halt nur irgendwie als Gewehr das AK-47 an. So, der nächste bitte. Gültige Einreise, sehr schön. Autoscheiben zerbrochen, also welche? Sag mir welche, zeig mir welche. Ich habe keine gesehen, die haben alle reflektiert. Überall haben Scheiben reflektiert. Es ist Katastrophe. Hallo, einmal die Dokumente bitte. Dankeschön. Sehr freundlich. So, Bild passt. Erik Zorgit. Erik Zorgit. Erik Zorgüt. Name passt nicht. Haben wir schon mal das erste Problem. Einmal Name falsch beim Frachtbrief. So, Impfausweis. Hier passt auch der Name nicht. Erik Zorgit. 14. Februar passt auch. Sind auch mehr als zwei Wochen. Alles klar, dann kann der Impfausweis schon mal weg. Da sind wir mit fertig. Beziehungsweise Impfausweis kann ich den hier auch. Nee, dann zählt das auch einfach nur als Name. Erik Zorgit. I8HEE9VO. 30. März 1981. Sieht schlecht aus für ihn, wenn ich so das mal sagen darf. Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Transit. Alles klar. Hier ist übrigens auch abgelaufen. Republik Kakastam. Königreich von Erkai durfte, glaube ich, beziehungsweise kam Schmuggler, genau. Königreich von Erkai. AZV, gucken wir gerade nochmal nach. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher. AZV. Okay, ist aber die Karre. Passt. GOE 5390DF. Passt. Ist das passende Nummernschild. Stoßstange ist vorhanden auf beiden Seiten. Nummernschild ist auch jeweils gleich. Lichter sind in Ordnung. Reifen sind in Ordnung. Lichter hier vorne sind auch in Ordnung, Stoßstange ist vorhanden, Reifen sind in Ordnung, Spiegel sind da, Scheiben, man sieht die Sonnenspiegelung auf der Scheibe, hier auch. Die Scheiben sind auf jeden Fall vorhanden. Hier, die ist runtergekurbelt, die sehe ich jetzt nicht. Hier sind auch die Scheiben vorhanden. Wir haben also zu 100% keine kaputte Scheibe, beziehungsweise sagen wir zu 90%, hier fehlt eine Scheibe, beziehungsweise da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob die da war oder nicht. Können Sie gerade bitte einmal aussteigen? Ich weiß nicht, ob ich die Scheibe auch wieder hochkurbeln kann, wenn ich drinne sitze. Wir können ja gerade mal gucken. Tür mal zu, kann ich die Scheibe hochkurbeln? Nö, aber man sieht hier einen Rand von der Scheibe. Das heißt, die Scheibe ist da. Die muss da sein. So, gucken wir gerade mal hier. Da ist soweit nichts. Gerade mal hier unter dem Armaturenbrett, da sehe ich aber jetzt auf der Seite hier auch nichts. Gucken wir das Auto nochmal von außen an mit dem UV-Licht. Sieht soweit gut aus, dann können wir uns gleich noch um die Fracht kümmern. Auch hier nochmal unterm Armaturenbrett sehe ich aber auch nichts. Alles klar. Gucken wir mal hier.
Tür im Gesicht. Das war. Okay, da räumen wir aus. Der hat einiges drin. Der hat einiges drin. Dann notiere ich erstmal und dann räumen wir aus. So. So. Gucken wir gerade hier nochmal den Fahrzeughimmel uns an. Gucken auch hier nochmal die Seiten, ob wir da irgendwo eine Schlange sehen. Nö, sehen wir nicht. Dann hoffe ich, habe alles dokumentiert. Jawohl, habe ich. Sehr gut, dann können wir gerade mal vergleichen. Nicht Kontrollbericht. Bestätigte Fracht. Wir haben Düngemittel, haben wir 5-mal. Check. Wir haben Gasherd, haben wir 3-mal. Check. Käsekiste, haben wir 2-mal. Check. Entflammbare Substanz, haben wir 1-mal. Check. Toilette, haben wir 1-mal. Check. Okay, das passt soweit. Frachtbrief passt. Tja, dann wollen wir hier doch mal gucken. Ich will da unbedingt mal was drin finden. Aber irgendwie, ich krieg den Gefallen nicht getan. Sehr schade. Sehr schade. So, da ist auf jeden Fall auch nichts. Hier haben wir noch einen Herd. Können wir auch nochmal reingucken. Ist auch nichts drin. Auch kein Schlangensymbol außerhalb. Bei den Kisten war nichts. Wir haben hier noch das Fass. Da können wir auch nochmal gucken. Nö, ist auch nichts. Toilette. Ist auch nichts. Okay, dann kann Kollege Maximov angeleuchtet werden. Natürlich die Fracht wieder einladen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was hatten wir denn jetzt alles angehakt? Okay, das sind auf jeden Fall genug Gründe, um ihn nicht einreisen zu lassen. Restwaffenfahrzeug in Ordnung. Und ja, Kennzeichennummer hatte gepasst. Fahrzeuggewicht haben wir, glaube ich, noch gar nicht kontrolliert, oder? 2540. Wir hatten auch bis jetzt noch kein beladenes Fahrzeug. Überladenes. Beladenes ja, aber kein überladenes, meine ich natürlich. So, Covid war auch in Ordnung, aber wegen Name und so weiter muss er leider abgewiesen werden. Haltbarkeit passt nicht, Name passt nicht. Ja, wie gesagt, Name und Haltbarkeit von den ganzen Pässen passt nicht. So, der nächste bitte. Gebt mal Gas hier. So, eine Sache kommt bestimmt noch hinzu. Hier ist noch Platz für einen roten Zettel und dann noch ein paar Schmuggler oder so. Hallo. Guten Tag. Einmal die Dokumente bitte. Vielen Dank. Aber das läuft mittlerweile mit den Dokumenten. Brauchst mich nicht anschreien. Ich gebe mein Bestes. Okay, perfekt abgeschlossen. Sehr schön. Ja, ich beeil mich. Orest Smitov. Orest Smitov. 6. April. Das haut mit den 2 Wochen nicht hin. Ich mach's nochmal testweise. Nicht Übereinstimmung. Das heißt, täglich aktuelle Bestimmung ist schon angekreuzt. Ja. Das heißt, er darf nicht einreisen. Tut mir leid für seine Schwester, falls sie wirklich schwer krank ist und man nicht weiß, wie lange es noch hat. Aber so kommt er hier leider nicht rein. 8451 F7QY. Orest Smitov passt. Orest Smitov passt. Zavet. Das ist kein Zavet. Das ist kein Zavet. Auf jeden Fall nicht. Wir können nochmal nachgucken. Aber Zavet ist unser Polizeifahrzeug. Das ist auf jeden Fall nicht das. Das heißt, Fahrzeugtyp ist auch falsch. RKA 8283QJQ. Nummernschild ist auch falsch. Da passt was überhaupt nicht. Da passt was überhaupt nicht. Was war nochmal das Nummernschild? Ah, wir hatten diesmal gar kein Nummernschild, auf das wir achten müssen. Alles klar. Alter des Fahrers 39. Nee, der ist nicht 39. Das passt auf jeden Fall. Aber sonst war es Königreich von RK United Rally. Ist er ein Fahrzeug? Fehlende Stoßstange. Fahrzeugfarbe ist nicht rot. Okay, aber bei ihm passt auf jeden Fall einiges nicht. Fahrzeuggewicht gucken wir gerade mal nach. 1290, 1580 darf er fahren. Wenn das wirklich stimmt mit den Daten. Wenn das wirklich stimmt. Wir gucken gerade einfach nochmal nach. Das ist die Karre. Varilla 4x4. Genau. Darf 1580, also das Maximalgewicht passt, was hier angegeben ist. So, wie sieht's aus mit dem Foto? Foto passt, würde ich sagen. Das hatte gepasst.
Haltbarkeitsdatum passt aber auch nicht von der Einreiseerlaubnis. Es sieht sehr schlecht für ihn aus, wenn ich ehrlich sein soll. So, Reifen sind in Ordnung, Lichter sind in Ordnung, Reifen sind hier auch in Ordnung, Spiegel ist vorhanden, Scheiben sind auch vorhanden. Wohlgemerkt, Scheiben sind vorhanden, alle. Weil hier sehe ich auch noch die Scheibe, die hat er auch runtergekurbelt. Somit keine Beanstandung bei dem Fahrzeug. Oh, okay, falsche Richtung. So, klappen wir mal zu. Einmal aussteigen bitte. Oh, diese Türen. Diese Türen. Die schieben mich jedes Mal weg. Jedes Mal werde ich weggeschoben. Die immer und ihre Sitze. Das ist, als wäre das die einzige Sorge hier, dass die Sitze schmutzig werden können. Guckt euch mal die Sitze an. Die sind doch eh Katastrophe. Die sind doch eh komplett für den Arsch. So. Okay, dann würde ich sagen, für dich geht's. Oh. Geht's nach Hause. Wieder zurück. Wieder zurück. Der Rest war, glaube ich, in Ordnung. Passnummer, Name, Nachname. Das war, glaube ich, in Ordnung alles. Fahrzeugschäden habe ich jetzt keine entdeckt. Aber die täglich aktuelle Bestimmung ist nicht erfüllt. Somit geht es für ihn nach Hause. Verweigert. So, wie sieht's aus? Wie viele Karren habe ich noch? Zwei Stück? Meckere mich nicht an. Okay, da haben wir noch zwei Fahrzeuge. Da haben wir zwei Fahrzeuge noch und dann ist wahrscheinlich Feierabend. GJ09718. Okay. Hallo, einmal die Dokumente bitte. Perfekte Inspektion, alles klar, alles richtig gemacht. Sehr schön. Die 57. Prüfung war das anscheinend schon. Sergej Matejkov. Sergej Matejkov. Alles klar. Name passt schon mal. Passnummer XWJBY05K. Passt auch. 29. Mai. Passt. 16. Februar. Passt auch. Geimpft gegen Mumps. Es ist natürlich... Es ist nicht gegen Novid. Nicht gegen Novid. Somit wollte er mich verarschen. Azam 72. Gucken wir gleich nochmal nach, ob das ein Azam 72 ist. Kann aber gut sein. Nicht Kontrollbericht. Azam 72 hätte ich gerne. Ja, Azam 72. Maximalgewicht 2030 Kilo. Das passt. Gucken wir gerade mal nach, ob das wirklich so ist. Jetzt wird es schon wieder dunkel hier. 2205. Wir haben den ersten Überladenden. Juhu, sehr schön. GJO9718YI. Genau, passt. Nummernschild passt. Auch hinten, sehr schön. Haben wir sonst irgendwelche Fahrzeugmängel auf den ersten Blick? Ich sehe keine. Scheinwerfer sind vorhanden, Scheiben sind auch richtig vorhanden, wenn ich richtig sehe. Wobei, hier bin ich mir wieder überhaupt nicht sicher. Doch, spiegelt, reflektiert. Ich sehe da eine Reflexion. Da auch, hier auch. Die Fahrerscheibe ist auch drin, genau. Ja, also laut mir sind alle Scheiben wieder drin. Sieht meiner Meinung nach gut aus. Wenn das Spiel da wieder irgendwie Scheiben bemängelt, dann, ja. Verschwendest meine Zeit, du auch meine. So. Ich komme mal zu dir rein, gell? Dann haben wir auch noch was. Okay. So, ich muss gerade mal ganz kurz pausieren, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück bei der Kontrolle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war. Ich musste gerade mal kurz ans Telefon gehen. Ja, wenn die Freundin anruft, muss man drangehen, sonst gibt's heftig eine hinter die Löffel. Und deswegen, nee, alles gut. Ich musste nur gerade mal kurz ans Telefon gehen. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Wir hatten auf jeden Fall, ich habe noch Gepäckdingens in der Hand. 6-mal Gepäck. Er hat hier auch noch ein bisschen Gepäck. Ich glaube, wir waren gerade bei der Gepäckkontrolle. So, das sieht soweit gut aus. Da haben wir 10-mal Gepäck, wie auf dem Frachtbrief draufsteht. Ich lunze mal wieder überall rein, ob ich das darf oder nicht, ist mir komplett egal. So. Okay, okay, okay. Keine Schlangensymbole hier drauf. Die alle einfach gleich gepackt sind immer. Zu schön.
So, da war nix. Da war auch nix. Hier bei der Tasche war auch nix. Somit, Kollege Maximov. Ich leuchte dich wieder an. Und ja, Fracht zurückgeben. So, wie viel haben wir denn noch zu tun? Ein LKW danach noch. Alles klar. Habe ich von außen schon die Karre kontrolliert? Ich glaube, wir hatten keine Beschädigung gefunden bei der Karre. Genau, das war soweit. Ich renne hier mal außen rum. Das war, glaube ich, soweit alles in Ordnung. Fahrzeuggewicht hat aber nicht gepasst. Bloß die täglich aktuellen Bestimmungen passen nicht. Somit, ich weiß ihn jetzt gerade einfach mal ab. Tschüss. Und dann sehen wir weiter. Ja, genau, genau. Ich weiß nicht, ob wir bei ihm jetzt alles gemacht haben oder nicht. Das Telefongespräch ging gerade ein bisschen länger. Okay. Ups, ich habe den Kofferraum. Ja. Das ist doch jetzt schon keine echte Kuh. Also, Stoßstange fehlt. Das ist derjenige, bei dem die Stoßstange fehlt. Das weiß ich jetzt schon. VTT, das ist doch keine echte Kuh. Wen willst du eigentlich verarschen? Wen willst du eigentlich verarschen? Komm, steig direkt mal aus. Gib mir deine Dokumente und steig mal aus. Komm. Da machen wir gar nicht lang rum. Komm, raus hier. Raus aus dem Fahrzeug. Bitte mal hier hinten hinstellen. Genau, ja, ja, bla, bla, bla. Bla, du hast Dreck hinter den Ohren. Du hast Dreck am Stecken, sagen wir es so. So, gucken wir gerade mal hier. Kuh, eine. Ja, aus Gips oder keine Ahnung was. Alexei Sacharov. Was für ein Alexei Sacharov. D57M R262. Bei ihm finden wir auf jeden Fall irgendwas. 21. Juni 1981, 11. Juni 1981. Genau. Alter des Fahrers. Rechnen wir gerade an. Nee, das haut nicht hin. Okay, es ist aber wahrscheinlich das Fahrzeug ohne Stoßstange. Datum der Impfung 10. März. Sollte passen. Novit 78. Alexei Sacharov. Das passt soweit. Zacker 5-3, gucken wir gerade mal nach. Zacker 5-3. Ja, das ist ein Zacker 5-3. Es fällt mir auf jeden Fall auf, dass er keine Stoßstange hat und dass die Kuh nicht echt ist. Richtig, richtig, ja, unschön. Komm, entweder ist das wirklich eine Figur und er will mich verarschen. Oder hier sind wirklich Drogen drin. Komm, lad die mal aus. Ich sehe aber kein Schlangensymbol. Ich sehe ein Schlangensymbol. Juhu. Möge die Prügelei losgehen. Oh, Drogen. Kokain. Wie viel bietet er mir denn? Oh, viel zu wenig, viel zu wenig. Damit kann man keine Geschäfte mit mir machen. Damit kann man keine Geschäfte mit mir machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das alles ist. Gebäudestaltung, oha, wir hauen mittlerweile auch jeden Tag extrem Geld raus. Ist nicht schön. Da ist noch ein Schlangensymbol. So, noch ein Päckchen. Komm, da wird doch bestimmt noch mehr in den Reifen drin sein, oder? Das kann doch nicht sein. Da ist aber auch nichts. Mir ist das persönlich noch zu wenig. Mir ist das einfach noch zu wenig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir ist das zu wenig. Schön mit dem Küchenmesser hier die ganzen Sitze aufgeschlitzt. Das ist mir eigentlich immer noch zu wenig. Das waren jetzt drei Päckchen, oder? Ja, drei Päckchen. Da muss doch noch mehr gehen. Da muss noch mehr gehen. Ich will noch mehr. Ich glaube, es sieht aber schlecht aus. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Okay, die Kuh, die können wir wieder auf den LKW draufstopfen. Schön Messer bedroht. Räum die Kuh weg! Okay, ja, ich würde gar nicht lange jetzt noch hier rumfackeln, sondern ich würde gleich sagen, du bist verhaftet, mein Freund. Dann ist unser Knast voll.
Müssen wir demnächst unbedingt dann mal wegfahren, die ganzen Leute. Ah, da ist der andere Kollege. Den haben wir auch neu. Der hat den besten Job. Der sitzt da und guckt die ganze Zeit die Leute an. Ich weiß nicht, wie viel hat es gekostet, wenn ich einen Gefangenentransport rufe? Ruf den Polizeitransport. Kostet 500. Nee, das machen wir selber. Das machen wir selber. Gut. Dann sind wir aber mit dem heutigen Tag durch, würde ich sagen. Hallo. Prüfbereich leeren, weg mit der Karre. Festplatte ist voll, deswegen kann ich die ganzen Sachen gerade nicht wegbringen, beziehungsweise die ganzen Personen nicht wegbringen. Aber machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn die Festplatte wieder mehr Platz hat. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne noch dem Discord-Server beitreten und über eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich auch sehr freuen. Link zu allem, wie immer, in der Videobeschreibung. So, wir starten noch den nächsten Morgen und dann ist Feierabend. So. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.